Wir haben im Moment ein Finanzsystem, was nach dem Prinzip funktioniert, wer hat, dem wird gegeben. Und das ist nicht nur krass ungerecht, sondern es wird auch ökonomisch auf die Dauer nicht funktionieren. Im Jahr 2048 gibt es hoffentlich nicht mehr so gigantisch große Finanzunternehmen, die einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben und wahnsinnig viel Macht haben. Ein Finanzsystem, was krisenanfällig ist und im regelmäßigen Abstand Krisen aufbeschwört, die insbesondere die armen Bevölkerungsteile treffen und Entwicklungsländer, obwohl sie diese nicht verursacht haben. Und ich freue mich darauf, dass das Finanzsystem mehr im Dienste des Menschen steht und am Wohlergehen des Menschen ausgerichtet sind, innerhalb von planetaren Grenzen. Auf den Finanzsektor bezogen freue ich mich natürlich darauf, dass es jetzt diese komplette Übermacht nicht mehr geben wird von jetzt Banken, die zum Beispiel den Staat erpressen können. Ich freue mich darauf, dass Dinge, die für menschliche Bedürfnisse notwendig sind, wie Wohnraum oder Nahrung, von Finanzspekulationen ausgeschlossen sind. Und dass man natürlich demokratisch einfach viel mehr mitentscheiden kann und auch sich besser beteiligen kann an der Frage, wofür wollen wir Geld ausgeben. Ich freue mich, wenn der Finanzsektor wirklich einen Beitrag geleistet hat, die Klimakrise zu überwinden. Das ist das Entscheidende für die nächsten Jahre. Ein wichtiger Schritt ist, ein Gegengewicht zur Finanzlobby zu schaffen, die auf dem jetzigen System ganz stark beharrt und weiter Geld mit Geld verdienen will. Ein zweiter Schritt ist Fusionskontrolle. Wir müssen endlich Instrumente haben, damit zu große Institute nicht noch größer werden können. Und dritter Schritt, wir müssen dafür sorgen, dass am Finanzmarkt nicht nur um Geld geht, sondern auch die realwirtschaftlichen Aspekte, das Gemeinwohl eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ökologische Risiken systematisch einbezogen werden. Ich will zu ethischen Banken gehen. Ich möchte gerne andere Geldsysteme nutzen. Ich möchte Währungen auch vielleicht selber entwickeln und bei Tauschsystemen mitmachen. Meines Erachtens brauchen wir eine internationale, globale Währung, die unabhängig von nationalen Politikentscheidungen ist, zu festen Wechselkursen. Aktuell ist es noch so, dass wirtschaftlich kleine oder schwache Länder Wechselkursrisiken absichern müssen durch einen enormen Reservepool an international anerkannten Währungen wie dem Euro oder den US-Dollar. Wenn wir die Notwendigkeit nicht mehr hätten, würden auch Ressourcen finanzieller Art frei werden, um dann die sozial-ökologische Transformation zu finanzieren, auch im globalen Süden.